befinden uns hier in Thailand, wo der letzte Wettkampf der Cliff Diving World Series stattfindet. Wer den Sponsor dieser waghalsigen Wettkampfserie im Klippenschwung ist, brauchen wir wahrscheinlich nicht namentlich zu erwähnen, denn andere Getränke waren vor Ort sowieso tabu. Die vorangegangene Serie, die über den ganzen Globus führte, war bereits ein packender Zweikampf zwischen dem 29-jährigen Russen Artyom Siltschenko und dem dreifachen Meister Gary Hunt aus England um die Gesamtwertung gewesen. Siltschenko bewies beim Abschlussspringen in Thailand mit 8 Sprüngen Weltform und holte den Tagessieg vor dem US-Amerikaner Lobu und Orlando Duke aus Kolumbien. Damit konnte der Russe auch automatisch das Rennen zwischen ihm und Hunt um den Gesamtsieg für sich entscheiden. Die Sprünge bei der World Series werden in dreifacher olympischer Höhe sowohl vom Cliff als auch von einer angebrachten Plattform ausgeführt.